Mach's mit der Hake. Das sieht sichtbar aus. Mach ich doch gerade. Im Endeffekt bringt halt diese Verzauberung nur, dass man mehr Samen rausbekommt. Aber bei Kartoffeln gibt's ja keine Samen, das heißt, du kriegst mehr Kartoffeln bei raus. Warum lol? Achso, ja, du, die verpasse ich aber auch regelmäßig. Und ich weiß, wo die sind. Ja, habt ihr Bock drauf, ne? Habt ihr Bock drauf, oder? Ja. Natürlich habt ihr Bock drauf. Hä? Womit fütterst du den? Kartoffeln. Ich brauche wieder 19 Level. Guck mal hier. Eisengut damit auch. Ja, ihr Schweine, habt ihr so richtig, richtig Bock drauf. Nee, die nehmen tatsächlich auch Karotten. Kartoffeln. Ja, die schmecken euch gut, ne? Ihr decken, pinken Viecher. Ja, gönnt euch. Und mehr gibt's nicht. Seid ihr schon dick genug. Nett. Hat doch gerne die Kühe und die Hühnchen auch noch vermehren, ne? Okay. Und die Eier kannst du auch mal schmeißen bei den anderen Hühnchen. Was? Oh. Ich bin ja voll hier. Oh mein Gott. Das ist voll. Also, die Eierkiste. Hier sind auch schon wieder ganz, ganz viele Hühnchen im Eier legen. Ja. Ups. Mal ein bisschen anderes sehen, als hier immer die ganze Zeit nur buddeln. Oh, Raketen verschwenden zum Beispiel. Eier legen, der Wollmilchkalle. Es gibt kaum eine effizientere Möglichkeit, die Hühner zu züchten. Nein, 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 nein. Bleib stehen. Nein, nein. Genau, das muss ich auch. Warte, ich hab ein paar Körnchen hier. Okay, kannst du wieder rauskommen. Bring hier drüber, ne? Ich weiß. Ich hatte so ein paar Körnchen. Sag dir meine Stimme kackt ab. Ach ja. Ich noch stecke. Nur könnt mir was zu sagen. Hast du sie auch aufgehauen? Ja. Deswegen waren die Hühnchen ja draußen. Da hast du es aufgemacht. Ja, nee, Lelef hat mit den Samen wunderbar die Hühner eingefangen. hier läuft noch ein Hühnchen rum. Na egal. Nein, nicht egal. Stirb. Was hast du mit den ganzen Birken gemacht? Eingepflanzt. Hast du hier einen Komposter? Ja, hinten neben der Tür. Da. Das sollte erstmal ausreichen, oder? So, wo kommt dein Weizen hin? In die Kiste. Ganz, das ist bei den anderen Kisten rechts die mittlere. Und die Eier kommen einfach wieder bei den Hühnchen zurück, ne? Ja, wir einfach reintun. Ach ja. Ein Highlight. Und ich habe meine 20 Level.
Ich hab eine Angel. Ah ja. Ja. Hast du die Kühe auch gefüttert? Was? Die Kühe nicht, nein. Angeln? Ja, Lilith geht jetzt angeln. Sie geht jetzt angeln, damit wir hier bald ein paar Katzen aufstellen können für Creeper. Hast du schon das Zuckerrohr gesehen? Eine Mauer. Aus was besteht sie? Aus Zuckerrohr. Hühnchen! Hast du da Lack of the Sea drauf? Ja. Lack of the Sea 3, Unbreaking 3 und Mending. Ich muss das mal angeln üben. Ja, da kommt halt ein blauer Streifen und wenn der blaue Streifen die Angel berührt. Also. Kannst du auch gleich eine Anglerfarm machen. Nö, das wäre langweilig. Außerdem müssen wir die ja auch manuell betätigen. Ja. Nein, du bist kein Fisch, geh weg. Du bist kein Fisch, geh weg, dich will ich nicht. Ich war so lieb zu dir, guck mal da hin. Hast Bett und Kiste, hast du was zu essen? Ja. Gut. Was ist denn da? Die Creeper nicht sehen. Oh Mann. Ah, ich war gemütlich, toll. Nee, falls es regnet. Ach so. So, dann bist du noch. Cabaneros. Oh. Nee, Cabanos sagt. Gehst du ein Stück nach links von dir aus? Genau, perfekt. Guck mal, jetzt bist du sicher. Cool, oder? Sieht komisch aus. Aber du bist sicher. Oh, Grillmark, fuck, ich hab dir im Chat geguckt. Aber ich hab einen Fisch in der Tasche. Ja, den hast du gerade abbekommen. Ich hab gerade Lachs gegessen. Sag ich, aber ab wie Schmidt-Katze da. Das passt sogar, der Spruch. Fisch und Katze. Und das, warum ich vorhin eigentlich losgeflogen bin, habe ich vergessen. Und zwar die Steine. Cool. Komm mal zurück. Wie viele Eisengolems hier rumfliegen, herumlaufen, ne? Und die töten noch nicht mal Creeper. Das ist so eine Verschwendung, ey. Lachs plus Katze gleich Latze. Oh. Oh. Ich hätte von mir kommen können. Katze und Lachs gleich Kaxe. Oh, schön. Es ist halt wirklich so. Aber Lilith, wenn es deine Stimme nicht mehr geht, du keinen Bock mehr hast, sagst Bescheid, ne? Aber ich rede ja extra nicht so viel. Da ist ja dein Loch wieder, da sieht dich keiner und du brauchst dich nicht schämen.
Hast du ja die Kamera bei mir aufgebaut? Warum siehst du mein Loch? Weil ich sehe ja nicht hier gerade bei Minecraft nur so eine Treppe. Die Imbstuhlkamera. Boah, komm. Der Lüft, das wird mir eklig. Ja, das kann so in verschiedene Richtungen so im Stuhl gemeint sein, ne? Sternchen? Was für Sternchen denn? Ist doch kein Sternchen. Wie sieht die Musik aus? Finde ich die viel bessere Frage. Loch ist diskriminierend? LOL. Das ist wahrscheinlich super. Gar nicht. Ja, wahrscheinlich hat er auf seinem Handy eine super Sicherung, Sicherheitseinstellung oder so. Wieso ist das Loch diskriminierend? Hat man den Diskriminierungsfilter an? Ja, das ist wirklich irgendwie hart. Okay, ja gut, dann angel ich mir halt eine Lederrüstung. Schnell mal das in die Kiste rein. Da kriegst du ein paar hübsche Bücher bei raus, oder? Ich weiß nicht, was man mit dabei für Schätze alles angeln kann. Weiß ich auch nicht, ich wusste gar nicht, dass man Schätze angeln kann. Na klar, so Bücher und sowas. Achso. Vielleicht angelt sie auch einen Nametag. Ach ja, Leute. Nee, ich hab Leder geangelt, keine Lederrüstung. Kannst du mir aber sagen, warum ich eine Stonebrick Slab habe? Die von aus dem Wem die hingebaut hab, wahrscheinlich. Weil ich was mit Conduits mache? Redest du jetzt von den Mod-Conduits mit den Kabeln? Falls ja, dann nein. Falls nein, falls du nämlich die Conduits aus dem Minecraft Vanilla meinst, also den Conduit zum Unterwasseratmen und so, dann ja. Vanilla-Conduits. Also halt diese Dinger zum Atmen, ne? Andere kenne ich gar nicht, ich auch nicht. Fuck auch noch. Hey, du kennst doch andere. Ja, aber halt die. Nur welche aus dem Modpack, ne? So. Sie, atmen. Ja, also die will ich auf jeden Fall machen. Schön drumherum, dass man auch vielleicht von außen in die Stadt reingucken kann, zum Beispiel. Dass man die Stadt von außen besser sichern kann, so als kleine Nebengrund vielleicht dazu. Aber erstmal, ne? Erstmal Schätze suchen dann und so. Kann lustig werden. Aber wie ich aber gerade sehe. Bin ja bald unten, ne? Krass. Toll, Pufferfisch. Ja, aber den kann man leider nicht viel machen. Was ist das für eine Kuschelmusik, Alter? Okay, wir müssen mal die Musikrichtung wechseln. Das geht gar nicht. Das kann man mit dem Angeln doch machen. Erstmal schön die Schaufel wieder heile. Das stimmt. Wir haben jetzt Post-Rock. Ehrlich, ich fange brutal Grindcore. Wir haben jetzt Post-Rock. Post-Rock. So
könnte bis erst ausreichen. Noch ein Pufferfisch. Das Schöne ist, du lädst nebenbei die ganze Zeit den Chunk vom Haus, ne? Bist nicht Pre-Rock? Weil hier Post-Rock steht. Lilith ist gerade ein mobiler Chunk-Lauder. Und? Ist das gut? Ja, die Öfen brennen die ganze Zeit nebenbei weiter. Ah. Stimmt, denn Kalle ist ja gesperrt, ne? Ja. Aber nicht für Minecraft, nur seine Windows-IP, Windows-Mail-Adresse. Warum? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe selber nicht, wieso. Gecheatet. Hä, nee. Wie immer vor allem. Ach so. Gehst du vielleicht pennen nebenbei? Ja, wenn der nächste Fisch einmal ist. Ich sag nur, welches war denn das nochmal? Das Minecraft, was wir mit Adrian und Jasmin gespielt haben? Bedrock? Nein. Life in the Woods, Time, weiß ich nicht mehr. Das, wo ganz, ganz viele sind mit diesen komischen Minispielen und so und Quests. Ah, Skyblock. Ja, direkt gesperrt. Hypixel. Ja. Ja. Ich bin kein Cheater. Voll gar nicht. Ach, warte, stimmt, das war ich. Super. Macht die Sache irgendwie nicht besser. Aber nicht mehr ist es ja. Ja, wozu auch, du hast Skill. Bist keine 13 mehr. Unerlaubte Möglichkeiten. Was denn, eine Spitzhacke? Was habe ich gerade gekriegt? Ich habe einen Tripwire-Hook gekriegt. Oh wow, das ist ein Schatz. Ja, auf Konsole ist Cheaten sehr schwer, hast du recht. Und ganz ehrlich, wenn ich cheaten würde, würde ich jetzt hier nicht die ganze Treppe hier per Hand bei Hand bauen. Gerade daran sollte man sehen, dass ich wirklich Bock darauf habe. Wo sind eigentlich meine Kartoffeln? Ich habe einfach kein Essen mehr dabei. Was hast du eigentlich da mit deiner Brücke gemacht? Du hast untenrum so ein bisschen gebaut und hast im Inneren aufgehört. Ja, genau, das muss ich noch machen. Ist gerade nicht der erste Händler in Elden Ring? Kay, weiß ich nicht. Da bin ich überfragt. Au. Runtergefallen? Nö, gegen die Kiste geflogen. Ach so. Weiter geht's. Ich
Das ist eine komische Rumpemmel-Scheiße hier. Sorry, aber ich hasse diese ganze Rumgekuschler-Musik. Grausam. Komm, Elektro, let's go. Oh, krieg ich ja voll den Hals bei. Wenn ich welche Rocker machen will, dann kommt da welches Gekuschel. Grindcore? Nein, Marlon, nein. Das müsste ich ja bald mit seiner Treppe angekommen sein, ey. Nix, aber. Komm bitte, ich diskutiere den ganzen Tag genug mit dem Kind. Jetzt fang du nicht auch noch an, du bist sogar noch älter als ich. Bitte. Echt? Marlon ist älter als du? Ja. Okay. Auch nicht Abi. Gedacht. Auch nicht aber. Auch zu diskutieren. Nein. Marlon, geh in dein Zimmer. Los. Mach. Mach dich selber. Was soll er sich selber machen? Das will ich jetzt nicht so laut sagen. Oh, ich krieg Hunger. Kannst du mir was zu essen machen? Das habe ich vorhin auch gesagt, vor nicht mal 10 Minuten. Echt? Ja. Hast du Hunger? Ja. Sehr gut. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Mach's dir selber, sagt er. Später. Eat my... Oh. Nein. Ich lolle so hart, sagt er. Oh. Eieieiei. Kannst dich mal übernehmen, sei doch mal ein Vorbild für mich. Wolli ist geflohen. Toll, wie ein Puppen verpasst. Über den Chat zu gespammt hast. Nie ein gutes Vorbild für mich. Du warst doch nie ein gutes Vorbild für mich. Gibt's für mich vielleicht gar nicht. Geil. Können wir machen. Nein, du hast. Immer. Du hast mich verführt zu bösen Dingen. Aha. Nicht diese bösen Dinger. Das war jetzt außen mal nicht gemeint. Ich hab eine Schale geangelt. Wie bei Pilzsuppe, geil. Ich hab schon so ein bisschen nach Fisch, bei dem du es geangelt hast. Gar nicht wahr, das hast du alles von dir ausgebrochen. Und du hast mich nicht davon abgehalten.
Also ich meine, eigentlich war ich immer lieber Junge. Du warst immer das große Löffelchen, das kleine Löffelchen. Ja, aber ich habe auch nie böse Dinge gemacht. Aber du kannst doch gar nicht das kleine Löffelchen gewesen sein. Er ist doch viel kleiner als du. Aber ich bin jünger als er. Ich bin doch nicht ein Abhalter. Aber ein Zuhalter. Oh. Jetzt habe ich es verraten, Entschuldigung. Jetzt haut er mich wahrscheinlich gleich wieder, wenn er nach Hause kommt. So, wo ist denn meine Cola? Find sie doch. Dein Geld musst du suchen. Wie viel Fisch brauchst du eigentlich? Ja, ich würde mir gerne die Katzen wirklich drumherum stellen. Ich weiß nicht, was die für einen Radius haben. Ich habe 23 Raw Cod und 16 Raw Salmon. Das wird sogar schon bald reichen, eigentlich, ey. Kannst du mal aufhören mit deinen Aufgaben, um so schnell fertig zu sein? Ich muss mal was Neues überlegen für dich. Please kill my Salmon. Mach ihn selber kleiner. Du hast mir doch die Angel fertig gemacht. Wenn ich da länger bei sein sollte, dann hättest du was anderes drauf machen müssen. Ich hab noch nicht mal das drauf gemacht, wodurch du schneller angelst. Nein? Ich dachte Luck of the Sea. Nee, Luck of the Sea ist, damit du was Besseres fängst. Lure ist, damit du schneller angelst. Es ist gefühlt einfach bam, 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 bam. Da kommt einer nach den anderen dran. Und läuft. Malon reicht jetzt. Gehst du nebenbei schlafen? Achso, upsala. Oh, wenn ich irgendwie sprengen würde, ich würde glaube ich weinen. Kriegsspielverderber. Schau, jetzt bin ich auf der anderen Seite gelandet. So. Nein! Ach Mann! Dann will ich wohl mal die nächsten Tage AFK schon wieder. Lass mal die Öfen ein bisschen weiter laufen. Ich stehe sowieso gerade die ganze Zeit hier. Ja, ich meine auch jetzt so, wenn wir heute Feier machen. Ja. Dass ich dann mal wirklich eine Kiste voll mit Glas habe. Eine Kiste voll mit Steine. Oh. Was sagst du? Pufferfisch. Ich brauche keine Kiste voll mit Pufferfischen. Nein. Was isst du da eigentlich schon wieder? Schokolade. Achso. Aber alles irgendwie. Zartbitter. Na gut. Also wenn ich mich jetzt umdrehe, da ich werde euch voraussagen, mein Inventar ist voll. Wollen wir wetten? Ja. Eier oder was? Nö, Steine. Achso. Ich dachte, es volle Steine. Ich kann nicht sehen, welche ich hier einmal gegessen habe, welche nur noch einmal ist. So viele verschiedene Farbtöne hier sind. Ich hab hier grün an. Vor allem, was esse ich schon wieder? Wann habe ich bitte gegessen? Was
Tomaten. Unterwegs gar nichts? Nee. Noch schlecht. Deswegen hat er ja doch so Hunger. Stimmt. Ach verdammt, wir haben die Laugenbrezeln gar nicht geholt, ne? Oder hattest du die Laugenbrezeln geholt? Mhm. Die Brezeln habe ich geholt. Ach, die Tiefgekühlten hast du geholt. Ja, genau. Die hatte ich geholt. Das Brötchen sollte ich ja vom Bäcker holen, das habe ich nicht geholt. Ja, ich habe gesagt, ob meine Tiefkühltruhe da noch andere sind. Nein, das wollte ich ja nicht. Ich mein Brötchen. Warum nicht? Nö, ich wollte ihm Frühstück bringen. Diese Uhrzeit ist es nicht mehr frisch. Wenn du es frisch haben willst, dann musst du morgens los. Das bringt mir nichts, wenn ich abends einen Auftrag kriege. Ja, siehst du? Also war das wohl nichts mit frisch. Aber es war ein Versuch. Der Wille war da. Hast dein Brain aber nur ausgeschaltet? Nö, gar nicht, oder? Du hast gerade noch was von frisch gesagt. Ja. Es war ja auch mal frisch. Ja. Ich will deine Definition von frisch gar nicht irgendwie kennenlernen. Ja, dann. Ich sag auch mal, der Fisch ist frisch. Dann haben wir meine Mutter. Wieso schmeißt du die Socken in die Wäsche? Die sind doch frisch. Die hast du doch nur erst einmal getragen. Wow. Einen Tag getragen. Oh. Also wenn ich Socken einen Tag trage, dann sind sie nicht mehr frisch. Dann sind sie abgenutzt. Bald schon verdorben. Krass, wir zocken gleich schon bald 4 Stunden. Also wird dieser Stream gefühlt nie auf YouTube erscheinen. Warum? Naja, ich habe noch 10,5 Stunden auf dem Rechner. Dann habe ich heute wieder fast 4 Stunden hier. Wenn ich bei 15 Stunden, das ist knapp ein Monat Vorlauf, den ich habe. Okay. Ja, läuft doch. Ja, ich hatte das mal überlegt gehabt, aber es soll ja so ein Chill-Projekt sein, weißt du? Das ist ja weniger, was man sich anguckt. Jetzt zum Beispiel, wenn ich so Sachen wie Minecraft oder so, ich gucke sie nicht direkt. 18 Lachse, 31 normale. Ja, nice. Das für Minecraft ist für mich eher was zum Zuhören, wenn ich nebenbei irgendwelche anderen Dinge mache. Das Lilith ist nicht sowas. Das war nicht gemeint. Ja, ich meine, nebenbei reicht ja nicht vollkommen aus. Minecraft ist halt nichts, was man sich wirklich aktiv anguckt in den meisten Fällen. Außer es ist etwas anderes als Gebau oder so. Wenn ich zum Beispiel Basti gucke, das gucke ich halt wirklich aktiv. Oder schlafe ich aktiv, je nachdem. Meistens schlafe ich dabei. Aber Minecraft ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das gucke ich wirklich so wie es da ist, aus vielleicht beim Frühstück oder so mal. Und daher finde ich schon vollkommen in Ordnung, wenn man. Ja, es ist halt dafür da, dass man sich auch ein bisschen länger an irgendwas sitzt, ein bisschen was baut oder so. Hast du wirklich nichts drauf gemacht, damit das Angeln schneller geht? Nee. Okay, das ist traurig.
Ja, die Steine brennen viel zu langsam. Aber ich stehe doch schon. Ja, trotzdem brennen sie zu langsam, weil die Öfen halt nicht schnell sind. Ist aber auch in Ordnung so. Die hat Leder geangelt. Ist halt Leder getrunken. Oder geleckt. Ah, ja.